Als nächstes schauen wir uns das Fotobearbeitungstool von der Firma Google an. Das nennt sich Picasa. Der Download unter dem angegebenen Link bereitet keine Probleme. Bitte achten Sie aber jedenfalls darauf, dass Sie immer die aktuellste Version von Picasa downloaden. Jetzt starten wir das Programm. Das Programm schaut auf den ersten Blick relativ ähnlich aus wie die Windows Live Galerie. Für meinen Geschmack ein bisschen weniger aufgeräumt. Die Verwaltung der Bilder funktioniert ähnlich wie bei der Windows Live Galerie. Sie sehen die verschiedenen Ordner angezeigt mit dem Hinweis auf das Aufnahmedatum und können hier auch dementsprechend die Fotos ordnen. Als zweiten Punkt, wenn wir uns die Bearbeitung der Fotos ansehen, zum Beispiel öffnen wir das zweite Bild, dann sehen Sie hier auf der linken Seite auch die Möglichkeit, verschiedene Effekte mit dem Bild durchzuführen. Für meine Begriffe sehr gut gemacht und sehr übersichtlich. Das heißt, hier auch die Möglichkeit zuzuschneiden, Bilder zuzuschneiden. Mit Enter bestätigen wir das Ganze, können auch den Kontrast natürlich verändern, mit einem Schieberegler aufhellen und wie man hier sieht, die Bearbeitung von Bildern in einem einfachen Bereich funktioniert sehr gut. Und als drittes schauen wir uns die Exportfunktion von Picasa an. Hier gibt es die Möglichkeit, einzelne Bilder zu exportieren und natürlich auch wie bei der Windows Live Galerie kann man mehrere Bilder markieren mit der Steuerungstaste zum Beispiel und hat die Möglichkeit dann unten, wenn man auf Exportieren geht, kann man eine Kopie des Bildes hier zum Beispiel ablegen und auch die Größe, die Dateigrößen festlegen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel für ein Webportal eine geringere Qualität braucht, dann einfach die Pixel nach unten und auch die Bildqualität kann dementsprechend angepasst werden. Man könnte auch optional ein Wasserzeichen hinzufügen, aber für den Online-Bereich nicht notwendig. Und es exportiert dann. Und ich kann hier dann das Bild ansehen. Und dementsprechend sieht man hier auch, dass das Bild, so wie hier, dann auch nur mehr knapp 88 kb hat. In dem Fall viel Spaß mit der Verwendung von Picasa.